Gut, dann schauen wir mal, ob das ein entspannter 10er-Run wird. Also ich war hier schon mal auf 10 drin, ne? Da haben wir es knapp verkackt. Da lag es aber tatsächlich daran, dass wir hier am Anfang, naja, das ungünstig dazu geedit wurde. Eigentlich kann ich die Putt mit dazu nehmen, oder? Die kann ja eigentlich nichts. Eigentlich kann ich nochmal die zweite Inke hier auch reinziehen. Also da sind wir dann hier runtergesprungen und da war, glaube ich, auch Bolstering die Woche und das gab ein heilloses Chaos. Also das war nicht nur so ein bisschen schlecht, sondern da sind irgendwie fünf Gruppen dazu geaddet. Alles ist hochgebolstert bis zum geht nicht mehr und das war nix tatsächlich. Also der Parler, der sollte halt einfach am besten der Heiler auf Max Range bleiben, weil die Mobs, die, ja gut, ich weiß, der Parler kann auch noch mal ein bisschen drauf melee'n, ne? Deswegen sind die ganz gerne in der Melee-Range, die Pala-Heiler. Aber hier bei der Kombi ist es natürlich schon immer so eine Sache. Jetzt kicken wir die mal weg und laufen da hinten weiter. Ich müsste mal gucken, was man. Ich glaube, den muss ich rausdrehen. Mit 7%. Ich versuche mal, die Mobs einzeln zu machen. Ich denke mal, wir müssen die Prozente auch so schaffen, ohne dass wir Harakiri pullen. Wisst ihr, was ich meine? Also, es müsste eigentlich alles so easy gehen. Okay, der cleaved jetzt nicht großartig. Der macht so einen komischen Atem. Kann ich eigentlich die nächsten schon ranziehen? Die hätte ich eigentlich direkt dazu pullen können. Eigentlich kein Stress. Und ich habe rausgefunden, dass die Geister. Komm, den charge ich. Dann. Okay, der eine hat ihn eh schon geroutet. Dass die Geister nur aus Elite-Mobs spawnen, ne? Also vorne bei den ganzen Kleinen, die dann nach dem dritten Boss kommen, da ist es dann eh egal. Okay, ich glaube, ich kann schon mal weiter wieder. Oh, die wollte ich nicht alle adden. Das war jetzt nix so gut. Aber das überleben wir. Ich habe beide Walls. Und ich habe auch. Komm, dann ziehen wir doch mal eine Wall. Ja, jetzt Thunder natürlich, ne? Die Wall für nix gezogen. Okay, jetzt muss ich mir überlegen. Ich glaube, die kicken wir jetzt einmal alle weg und spielen mal ein bisschen auf sicher. Hier, der Debuff, der nutzt mich. Okay. Bisschen auf sicher gespielt. Die Schemen, die desorientieren wir einmal. Mass Entanglement müssen wir leider klicken, weil ich es immer noch nicht gebindet habe. Weil ich ein Pro-Spieler bin. Der Debuff, ne? Der Hautfall gar nicht schlecht raus. Also die wollte ich eigentlich nicht adden. Das war jetzt nicht geplant. Aber es ging ja gut. Ist ja gut gegangen. Weiß nicht, eigentlich können wir die mit dem Großen zusammen. Wobei, jetzt habe ich keine Dev-CDs mehr. Machen wir lieber mal nicht. So, Harakiri-Pull ist am besten, nur wenn du Dev-CDs ready hast. War das schon Harakiri-Pull? Jetzt kann ich. Soll ich da drauf inkern? Das sind halt nur zwei Mobs, ne? Bisschen wenig. Komm. Ach, ich habe nicht auf den Pride aufgepasst. Ich habe nicht auf den Pride aufgepasst. Ich dachte mir, ich ziehe Inka und pull die einen noch schnell dazu. Vielleicht geht es aber noch gut. Wo ist der Pride da? Ist sogar noch gut gegangen. Das war, weißt du, ich hab's euch gesagt, jedes Mal mit diesen. Das wird noch eine Weile brauchen, bis ich das check. Ich muss auf die Prozente achten. Ich brauche da, glaube ich, eine Weak-Aura. Brauchst du eine riesen Weak-Aura mit den Prozenten, ich sag's euch. Sonst wird das mit mir nix.
Alle 20% kommt er nämlich. Da hatten wir jetzt Glück, dass das geklappt hat, ne? Ich habe zum Glück mit Inka habe ich relativ viel absorbt, ne, über mein Legendary. Da hat das einigermaßen gut geklappt, aber die anderen, ne, kriegen halt auch alle Schaden. Deswegen ist das halt immer so eine Geschichte. So, jetzt ist die Frage, springen oder nicht? Weil jetzt ist diesmal ist kein Bowstring, ne? Theoretisch könnten wir halt auch springen. Ein bisschen was adden. Wäre jetzt nicht so schlimm. Immer der Heiler, ne? Ah, der hat sich jetzt halt von dem Viech hitten lassen und der E hat ihm den Rest gegeben. Ich glaube, wir sollten lieber nicht springen. Das geht jedes Mal in die Hose. Ich habe zwar jetzt dann gleich Inka ready. Hütet euch. Ein bisschen Wut. Obwohl, das müsste eigentlich gehen. Achso, machen wir den einen da oben noch. Komm, ich zieh Inka und dann machen wir die noch mit weg. Das kriegen wir doch hin. Müssen wir halt bloß die ganzen Geister dann rauskicken aus der Gruppe. Hast du halt ewig viele von den Geistern hier in der Gruppe drin? Desorientieren wir. Das ist halt nicht so geil. Werde ich da get. Nein, 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 beweg dich! Hat er sich im letzten Moment nochmal bewegt. Wer hat sich richtig hingestellt, ne? Ich wollte halt ihm ausweichen. Das hat jetzt halbwegs gut funktioniert, hätte ich behauptet. Ah, Heiler hat noch Mana, passt. Manchmal wird es halt bei mir auch falsch angezeigt. Da muss ich ein bisschen gucken. Eigentlich soll ich mir den Heiler immer ins Fokus nehmen. Manchmal habe ich den Bug, aber das scheint mittlerweile zu passen. Dass der Heiler immer bei 100% bei mir angezeigt wird. Keine Ahnung warum. Also ich hatte das eine Weile. Und dann wurde ich geflamed. Schon mal auf Heiler Mana. Und ich meine, der hat ja auch volles Mana. Und dann sehe ich so, wenn ich einen. Oh, kacke. Klappt das, wenn er in der Mitte steht? Ja. Wenn ich ihn angeklickt habe, dann habe ich gesehen, wie viel Mana er wirklich hatte. Also es war so ein ganz weirder Bug. Ach, das hast du entschieden, dass ich dein neuer M-Plus-Tank werde? Okay. Bin jetzt gerade hier schon in dem Dungeon drin. Bis jetzt läuft's ganz gut, ne? Aber das kann sich jederzeit ändern. Aber jetzt haben wir schon 51% Trash, ne? Wenn wir jetzt hier den Vorraum noch clearen. Also ich vermute, dass wir da auf
60 bis fast 70% Trash kommen, ne? Aber hinten kommt auch nicht mehr so viel. Du kannst dann oben ziemlich durchlaufen und dann hast du noch ein paar Gruppen, ne? Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich weiß nicht, ob das Event hier können, glaube ich, hier die Gargoyles immer übernehmen, ne? Was auch ganz nice ist. Weiß ich nicht, brauchen wir die Pat da? Hol ich erstmal ihn raus, hätte ich gesagt. Machen wir das mal auf easy, weil ich habe jetzt keine Inker ready. Oh, der Hexer wird die Pat pullen, oder? Ja, ich muss, glaube ich, fast die Pat da hinten, die müssen wir spielen. Sonst wird es ein bisschen eng. Der wird ihn nämlich jetzt pullen. Ich muss näher ran. Er zieht halt wirklich jedes Mal seine Trees, sobald ein paar Mobs kommen. Lock care behind. Ah, fuck it. Problem ist, wir lasern uns gerade hier so ein bisschen gegenseitig weg. Ah, eigentlich ist es immer besser, wenn man den Pride-Buff für den Boss hat, ne? Also theoretisch kannst du den halt auch ein bisschen aufsparen, wenn du es gut machst. Okay, ich krieg hier schon ganz schön auf die Fresse. Das ist halt jetzt nicht, zieh mir Wall. Gleichzeitig kommt der Mars dann und die Trees rein, ne? Bisschen unnötig. Gehe ich dann gleich nochmal rein? Okay, ich denke mal, mehr brauchen wir nicht machen. Jetzt sind wir bei 71%. Pala hat. Der hat 100% Mana, okay. 3, 2, 1. Ich bin außer Reichweite. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier so ein bisschen stehen. Dann können wir nämlich. Haben wir ein bisschen Platz zum. Bisschen Platz zum Voiden. Stelle mich jetzt mit Absicht da rein, dass wir da die eine Fläche so ein bisschen zumachen. Und dann ziehe ich nachher einen Ticken weiter, wenn hier zu viel ist. Jetzt müssen wir einen Ticken weiterziehen. Oder. Ich wollte halt, dass hier so eine kleine Lücke ist, ne? Das war mein Plan. Deswegen habe ich erst alles auf eine Stelle draufgehauen und dann ein bisschen weggezogen. Weiß nicht, ob es da bessere Taktiken gibt. Lasse ich da halt immer so die kleine Lücke offen und versuche jetzt hier alles ineinander abzulegen. Ja, komm, jetzt gehen wir ein bisschen nach oben mit dem Kollegen. Da hat er halt da hinten alles zugewoidet. Okay. Dass die Leute halt nicht durch den Stuff da durchlaufen müssen. Zumindest war das
Mein Plan. Na gut, jetzt dürft's nicht mehr kommen. Beauty. Das ist zu weit entfernt. So, ich muss jetzt unbedingt auf die Prozente achten, ne? Nicht, dass mir wieder so ein Viech spawnt, wenn ich gerade am Weiterpullen bin. Wir sind jetzt bei 71%. Also hier oben können wir die eine Gruppe machen. Und dann müssten wir eigentlich da durchlaufen können. Also mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das letzte Mal, wo ich hier durch bin, bin ich ziemlich gut hingekommen mit den Prozenten. Also in 8% kommt das nächste Viech. Nicht, das könnte wahrscheinlich jetzt aus der nächsten Gruppe noch rauskommen. Na gut, du hast eh schon gerootet. Okay, passt. Pullen wir die jetzt hinter. Eins und zwei. Nee, also wenn wir die machen, ist es noch nicht ganz ein Proc. Warte, wir können die Oh, fuck it. Wahrscheinlich mit den Kleinen zusammen. Danach müsste es eigentlich procken. Oder? Jetzt haben wir 4%. Und was haben wir gesagt? 2, 4, 2... Nee, das reicht nicht ganz, oder? Doch, das müsste dann reichen nach den beiden. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ja, der bringt 2, oder? Ne, 1,4. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Wahrscheinlich besser, wenn wir... Warte, so, oder? Ja. Dann müssten wir eigentlich durchrennen können. Oh, ob das alle packen? Ich hab geschrieben, dass sie rennen sollen. Es hat geklappt. Achso, der greift den Ding an. Ich dachte, der backt er jetzt? Will er nicht weiterkommen? Also wir haben 80% mit dem haben wir dann 82, ja. Ich hab schon vorgerechnet, wisst ihr? Dark, ich grüß dich. Weiß nicht, das müsste eigentlich reichen, oder? Da drin sind auch noch ein paar Gruppen. Jetzt kommt der Boss, den ich bis heute nicht geblickt habe. Ich warte mal mit der Inka, bis die kleinen Viecher kommen. Hier dachte ich halt irgendwas, dass es eine richtig fancy Mechanik gibt, dass du mit diesem AE die Viecher killen musst oder irgendwas, aber anscheinend musst du einfach nur jedes Mal umklopfen. Die casten was, ne? Die könnte ich alle mal desorientieren. Hab ich's jetzt? Gehen wir da mal ein bisschen raus. Um sie mal alle zusammenzukriegen. Na gut, die Eule ist die schon am Wegnatzen, ne? Dass wir da ein bisschen wegkommen. Ich
dachte, dass du mit diesem großen Einschlag die vielleicht endgültig killen kannst oder irgendwie sowas, aber anscheinend ist dem nicht so. Anscheinend ist dem nicht so. Okay. Dann haben wir das nächste Pride 17. Oh gut, dann sind wir eh mit Trash fertig. Hier sind die Mobs, die sich dann übelst hochbuffen, ne? Die hauen dann... Oh, da hat ein Bär... Hat... da hatte ich von einem nicht die Aggro. Okay, der eine hat schon geretzt. Da muss ich unbedingt weg von denen, die sich hochgebufft haben. Oder hier die Dings wegnehmen. Die hauen richtig rein dann, ne? Also nicht nur so ein bisschen, sondern richtig, richtig. Da ist schon wieder so ein gebuffter. 125% mehr Damage. Dann hast du richtig gelitten. Wir so nochmal ins Nirvana. Okay. Das ist eine der ätzendsten Gruppen hier drin. Komm, ich kann auch nochmal Mass Entanglement. Perfekt. Ich muss näher ran. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen viel Explo-Kacke. Da hat es einen erwischt in der Explo. Ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwie wegdrehen müsste oder. Ich glaube, hier spawnst du immer ganz am Anfang der Instanz, ne? Also du musst dann jedes Mal. Oder wo ist jetzt der Hexer? Ne, der Hexer ist. Wurde der auch wieder gebattleratzt? Ist vielleicht jetzt nicht so gut, dass wir unsere ganzen Battleratzes raushauen, ne? Okay. Ich glaube, den hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Ich glaube, wir haben ein bisschen overgecapped, oder? Wir sind jetzt bei 95, den hier noch. Dann haben wir 96, 97. Gut, dann es ist ja eigentlich bloß noch der eine große. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen kleinen was bringen. Da müsste man mal gucken. Uns tatsächlich ein bisschen schicken. Ich hätte mir halt Drums mitnehmen sollen, ne? Das hätte schon was ausgemacht. Hat er mir jetzt das eine Ding zerstört? Was soll denn das? Ihr Schmerz wird euch eine Lektion. Ihr werdet eure Bestrafung erhalten. Das ist zu weit entfernt. Ich dachte gerade, dass die Einschläge vielleicht das Ding kaputt gemacht haben, aber ich glaube, da ist einfach ein Geist reingecarried worden, ne? Und dann sind sie weg. Der Pala, der kriegt jetzt Probleme hier. Ist das dann so ein passiver Enrage, wenn du nur vier Gefäße hast und... Oh fuck, da ist das Ding gespawnt. Jetzt haben wir nämlich nur noch eins. Gut, ich habe jetzt aber nochmal eine Inka für den Mob.
Aber wenn die Eule hier den Starfall anmacht, ne? Hier kann sie halt optimal profitieren von. Huiuiui. Jo, soweit schon bei mir und bei dir. Ich hoffe, das wird noch in time hier. Wir haben noch 5 Minuten. Wenn wir jetzt nichts mehr Großes verkacken, dann könnte das eigentlich klappen. Wie viel bringt denn der Kollege? Der bringt 7%. Okay, wir haben halt richtig overcapped, ne? Wir haben halt 4 bis 5% overcapped. Wir hatten halt einiges nur skippen können. Ja gut. Der müsste da halt mal raus. Müsste man halt interrupten. Was ist mit dem einen Mob? Jetzt halt noch 4 Minuten für den Endboss. Das müsste eigentlich reichen. Wir haben nur einen Battle Rats, ne? Und beim Endboss, Movement, da werden öfter mal Leute weggenatzt. Achso, und es kommt ja jetzt hier nochmal so ein Pride-Typ. Warte mal, den pullen wir mal ganz nach oben. Dass wir den Pride da oben machen können. Stehen halt 2 Dudes da draußen. Ich weiß nicht, ob der Heiler jetzt an alle rankommt mit der Treppe. Hoffen wir es mal. Ah, das hat halt jetzt einige erwischt. Das war nicht gut. Also wir haben jetzt halt direkt Pride für den Boss, das ist halt gut. Können wir jetzt halt direkt draufnudeln. Weil das Problem ist, ich sehe 2 oder 3 DDs im Dreck liegen, erwischt von dem Käse hier. Und wir haben halt nur einen Battle Rats, ne? Schmeißt da gleich das Zeug rum. Letztes Mal, wo ich hier drin war, sind da einige geflogen. Warte mal, ich stelle mich mal hier rein. Ach doch, wir haben sogar, einer hat sogar Drums mitgenommen. Okay, jetzt müssen wir raus. Lässt sich keiner treffen, das ist eine gute Gruppe. Ich habe mehr als genug Anima. Ja, ich glaube, das wird nur in time. Zwar knäpplig, aber schauen wir uns mal als nächstes für einen Key kriegen. Und ob wir irgendein tolles Item mal bekommen. Ich habe bis jetzt aus allen M-Plus ein einziges Item gekriegt, ne? Ich will mich nicht beschweren, aber nice. Clean, schreibt der eine. Ja, ich glaube, wir hatten 3 Tode nur, ne? Kriege ich denn eigentlich nie was? Der eine hat Hände bekommen. Schau mal, wo die braucht. Warte mal, ich frag den mal. Das wäre halt ideal, die Stats, ne? Die sind halt richtig gut. Was habe ich für den Key bekommen? Einen Elver. Can't trade, schreibt der eine. Schade. Schade, schade.